Ihr Fahrzeug besitzt Intervallwischer, eventuell mit Geschwindigkeitsregelung oder Wischautomatik. Diese Systeme funktionieren alle ähnlich. Für den Intervallbetrieb den Hebel nach unten in die erste Einraststufe drücken. Beim Intervallwischer mit regelbarer Geschwindigkeit stellen Sie die Wischgeschwindigkeit über diesen Ring ein. Falls Ihr Fahrzeug Wischautomatik besitzt, wird diese in der Stellung Auto aktiviert. Durch Drehen des Rings regeln Sie die Empfindlichkeit des Regensensors. In Position Auto schalten sich die Wischer automatisch ein und arbeiten entsprechend Niederschlagsmenge und Fahrgeschwindigkeit. Wenn Sie den Hebel nach unten in die zweite Position auf Low drücken, schalten Sie die Wischer auf Langsamtakt. Durch Drücken auf die dritte Position, auf High, arbeiten die Wischer im Schnelltakt. Wenn Sie den Hebel ganz nach oben drücken, führen die Wischer eine Wischbewegung aus. Zum Reinigen der Windschutzscheibe mit der Scheibenwaschanlage ziehen Sie den Hebel zu sich. Waschflüssigkeit wird aufgesprüht und die Wischer führen mehrere Wischdurchgänge aus und stoppen anschließend automatisch. Zum Ausschalten der Wischer den Hebel nach oben in diese Position drücken. Drehen Sie den Knopf am Hebelende in die Intervallposition. Der Heckscheibenwischer arbeitet dann im Intervallbetrieb. Für Dauerwischen diesen Knopf auf On stellen. Drehen Sie den Knopf auf Off, um den Heckscheibenwischer auszuschalten. Zum Reinigen der Heckscheibe den Heckscheibenwischer und Wascherknopf in diese Position drehen. Waschflüssigkeit wird aufgesprüht und der Wischer arbeitet, bis Sie den Knopf loslassen. Sollte die Scheibenreinigungsflüssigkeitsstandswarnleuchte aufleuchten, sollten Sie bald nachfüllen. Öffnen Sie diese Kappe und füllen Sie den Behälter mit Flüssigkeit auf. Verwenden Sie bei Frostgefahr ausschließlich Waschflüssigkeiten mit Frostschutzmittel. Anderenfalls könnte die Flüssigkeit auf der Windschutzscheibe anfrieren und Ihre Sicht beeinträchtigen. Wir empfehlen Mazda-Scheibenwaschflüssigkeiten. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.